Hallo, 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 herzlich willkommen zurück in GTA 5 in Los Santos, dieses Mal mit Cam. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part. Erstmal oben rechts, wenn es nicht ganz passt, müsst ihr also anderswo hinschieben. Schreibt doch sonst in die Kommentare, wo ihr am besten die Facecam haben wollt, oben links, unten rechts und so weiter. Oben links ist was, oben rechts glaube ich nur das Geld, von daher, das ist schon okay, ich glaube das ist soweit okay, das passt auf jeden Fall. Damit können wir leben. So, wir starten durch. Und letztes Mal haben wir natürlich hier mit Franklin ein bisschen aufgeräumt, haben das erste Mal ein paar Gehirne rausgeballert, waren im Stripclub, haben uns mal Titten angeschaut und so weiter und so fort. Es war schon ein berauschender, angenehmer Tag auf jeden Fall. Ich hatte Spaß. Dieses Spiel ist einfach nur, ach, das ist der pure Wahnsinn. Und natürlich, ich bin von der Arbeit wieder da und bevor ich was mache, selbstverständlich, hau ich erstmal einen Schwarzen auf die Fresse. Das ist normal, Alter. Da gibt's 24 Money, natürlich. Ich trete ihn nochmal kurz. Eieieiei. Das tut definitiv sehr, sehr weh. Oh, was haben wir denn hier für ein schönes Ding? Das ist ja ein schickes Ding hier. Ich mag natürlich keine weißen Autos hier mit roten Streifen, aber das gönne ich mir mal heute. Meine junge Dame. Oh, ist das eine Dame? Jawohl. Rausgeschmissen. So läuft das. Tür zu? Dankeschön, vielen Dank. Was macht die denn da? Die läuft schon wieder weg. Moment, Moment, Moment. Bevor sie jetzt hier wegläuft. Bevor sie wegläuft. Oh, 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 oh. Oh, jetzt haben wir einen Stern. Natürlich kann man jedes Mal mit den Autos hier... Es ist so brutal. Oh Gott, ey, das ist... Ja, okay. Ich höre lieber auf. Ja, ich würde sagen, wir machen noch wieder eine neue Mission. Aber bevor wir die Mission machen, möchte ich nämlich gerne nochmal kurz bei diesen Fragezeichen vorbeischauen. Denn diese... Wo waren denn die? Hier waren noch irgendwelche komische Fragezeichen oder haben wir die noch gar nicht? Moment, Moment. Ich habe natürlich testweise noch ein bisschen weitergespielt. Ich war so im GTA-Fieber. Und war einfach nur so geplant, so just for fun ein bisschen weiterzocken. Ich habe nicht hauptmissionmäßig weitergemacht, aber nur was anderes. Und da habe ich schon mal dieses komische hier gespielt. Aber scheinbar ist es gerade nicht da. Okay, beim nächsten Mal. Auf jeden Fall gehen wir da als nächstes wieder hier hin, werden missionsmäßig weiterzocken. Und wie gesagt, ihr habt euch ja Cam gewünscht. Die gibt es jetzt auf jeden Fall. Und ich hoffe, es passt soweit. Ich hoffe, ihr könnt meine eklige, hässliche Fresse sehen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. So, dann geht's mal los hier. Wir rocken die Scheiße, wir müssen mal für den Bullen abhauen. Ich denke mal, dass man mit einem Stern, ich fahre mal kurz hier rein, damit wir die Bullen los sind. Ich denke nicht, dass man mit einem Stern die Mission annehmen kann. Zumindest war das früher so. Wir werden es sehen, wir werden es durchsehen. Das schöne Auto ist dann kaputt gefahren. Das schöne Auto, man kann auch irgendwie zurückgucken, genau so. Was klebt denn da an der Scheibe? Hm, ich weiß nicht, ich habe bestimmt eine Reh erwischt oder sowas. Es war kein Mensch, nein, nein. Boah, wir sehen schon stylisch aus. Wir sehen schon stylisch. Übrigens kann man auch aus dem Auto schießen. So, wenn man hier rausschießt, glaubt er, haut er sofort die Scheibe kaputt. Siehst du? Er macht es einfach kaputt. Warum? Weil er es kann. Weil er es einfach nur kann. So, wir sehen auch rechts, ist das der Sender? Ich weiß nicht. Seht ihr nicht, weil da ist... Was macht die denn da? Oder ist das ein Kerl? Wer, was um Gottes Willen ist das bitte? Ist das ein Sie, Es, Etwas? Ist einfach nur ein Viech? Oh mein Gott. Was um Gottes Willen ist das bitte? Hell yeah! Oh, komm her! Hey, komm her! Willst du was von mir oder was? Verpisst euch, ganz ehrlich! Mann, Mann, Mann. Mit einem Schwarzen legt man sich nicht an, weil der hat sehr schwarze Hände. Don't panic! Natürlich, don't panic! So ist das Ganze auf jeden Fall. Und ist es schon mal aufgefallen, dass in jedem Auto ein Getränk ist? Ich glaube, das sind alles Diabetiker hier, die nur am Saufen sind. Na egal, das passt auf jeden Fall. So, dann würde ich mal sagen... Entschuldigung, überfahren wir kurz die Kollegin oder es, wie auch immer, und werden jetzt hier missionsmäßig weitermachen. Ich bin gespannt. Ich habe Bock auf diese großartige Story. Bislang läuft es perfekt und es kann auf jeden Fall nur so super weiterlaufen. Mal gucken. Geht weiter. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So. Immer diese verdammten Auto-Scheißding hier. Warum geht's denn nur um dicke Schläten? Ich kann's nicht verstehen. Verdammte Scheiße. Ich liebe übrigens auch Autos. So, was haben wir hier? Oh, den ein... Ist das der... Moment. Family Guy? Der einarmige, wackelnde Windhosenkamerad. Heißt er so? Aber es ist nicht der, das ist der wackelnde Windhosenkamerad.
Der hieß irgendwie anders. Auf jeden Fall der Windhosenkamerad. Der sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Der sieht echt stylisch aus. Das ist ein... Ja, das ist okay. Mit dem kann man auf jeden Fall, sag mal... Oh, du hast deinen Donut verloren. Du hast deinen Donut verloren. Das tut mir aber leid. Willst du diesen Donut nochmal wieder haben? Das können wir machen auf jeden Fall. Aber dafür wird sich der Donut nicht bewegen, sondern nur dein Gesicht Richtung Bordstein. Nein, so egal. Kaffee? Upsala. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Boah, ist die hässlich. Meine Fresse. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss hier durch. Ich bin Arzt, hallo. Was will der denn hier? Der will hier drauffahren oder was? Was für dicke Felgen die alle haben hier. Meine Fresse. Das gefällt mir. Aber anscheinend, dass irgendjemand mit vernünftigen oder irgendwelchen Billigfelgen durch die Gegend läuft. Nein, erstmal alle hier Stahlfelgen. Ist ja unfassbar. Ist aber geil. Was haben wir nie? Was ist das denn für ein Ding hier? Das ist doch eine R8. Die hatten wir doch schon. R8, dankeschön. Das ist die... Ist das die Spider-Variante? Das ist nicht die Spider-Variante. Weil Spider-Variante ist übrigens ein Cabrio. Sie fährt einfach mit oder was? Nee, ich verpiss dich. Du kannst doch da bleiben, meine Junge. Ist das ein R8? Ist gar nicht. Ist das ein Audi? Ist gar kein Audi. Sieht auf jeden Fall genauso aus. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ihr könnt mich gerne verbessern. So. Dann fahren wir mal los. Und wer jetzt die Kiste da zurückholen? Der geht aber ab hier. Der geht ab wie Schmitz Katze. Da kannst du auch wieder gut rumwichsen hier. Handbremse und... Oh yeah. Oh, das ist schön. Es ist unfassbar, dass bei GTA 5 die Modelle hier... Entschuldigung, ich muss durch. Dass die Modelle von den Autos teils besser sind wie bei Rennspielen. Nee, das ist kein E8. Das Licht ist so ganz anders. Sieht aber cool aus, das Licht. Sieht richtig stylisch aus. So, ab geht's. Ist aber ein Sportwagen. Oh, wer ruft denn da an, der Kollege? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Wow, wie von inside the house. Sag mal, Leute, Kinder oder wer auch immer, wenn ich jetzt Kinder sage, Entschuldigung, aber Leute ohne einen Führerschein... Das war Lamar übrigens. Er behauptet, dass wir das Bike geklaut haben. Lamar, der alte Drecksack, der alte Pedopanda. Was ich sagen wollte, Menschen ohne Führerschein, wenn ihr gerade zuschaut, das passiert, wenn man während der Fahrt telefoniert. Und zwar macht man sehr viele Saltos. Und landet natürlich so perfekt, dass nichts passiert. Sehr schön. Also, telefoniert ruhig während der Fahrt. Oh! Kann man eigentlich hier drunter herfahren? Das wäre auch ziemlich stylisch. Upsala. Entschuldigung, auch eine schöne Kiste hier. So, wir sollen von inside in die Garage hinein. Das ist natürlich interessant. So, hier wohnt der Babo in der Club. Alter, der muss auf jeden Fall Money in den Hut haben. Der muss einiges haben. Boah, sieht das scheiße aus mit dem Ding dahinter. Mit einem Riesengebäude. Na, egal. So, reicher Wichser ist das scheinbar hier. Und wie kommen wir denn erstmal hier rein? Das ist die nächste Frage. Ich finde einen Weg ins Haus. Das geht bestimmt nicht auf. Einfach klingeln und sagen, Harry, ich brauche dein Auto. So, kommen wir, vielleicht. Was höre ich denn da? Ist da ein Gärtner unterwegs oder was? Am Laubsaugen oder was anderes am Sorgen? Aha. Ja, ja, ja. Ihr habt euch gewünscht, auch längere Parts. Mal schauen, ob ich das einhalten kann. Eigentlich so eine halbe Stunde ist so das, was drin ist, glaube ich. Ich glaube, das ist okay. Doch, kommt man hier vielleicht hoch? Der konnte auch über hochklettern. Da konnte er nicht hochklettern. Wir konnten mit Lamar über so einen scheiß Zaun klettern. Mann, da oben ist ein Zaun, oder ist das viel zu... Was ist denn für eine riesen Kiste oder allgemein für ein riesen Anwesen? Der muss auf jeden Fall... Oh, hier können wir rüber vielleicht. Oh, das sieht gut aus. Jawoll. Was sind wir denn hier? Jetzt sind wir doch schon drin. Das ging ja einfach. Oh, mit Steuern können wir schleichen. Im Schleichmodus verursachst du bei der Bewegung weniger Geräusche. Wer hätte das erwartet? Oh, also haben wir auch noch einen Assassin's Creed hier mit eingebaut bei GTA. Bestimmt noch besser wie bei Assassin's Creed, der Schleichmodus. So, wir müssen höher. Oder kommen wir da rum? Ne, hier kommen wir... Ich hoffe, wir kommen über die Mauer. Obwohl, wir schleichen hier einfach rum, das passt. Ich bin da mal gespannt. So, riesiges Anwesen. Ein Sauger unterwegs, der gerne Sachen saugt. Da bin ich mal gespannt. From inside, also von innen müssen wir hinein. Das heißt, erstmal ins Haus und dann durch das Haus in die Garage. Ist ja so bei den Amis, man kommt ja immer von das Haus in die Garage hinein. Ist ja bei uns nicht so. Oder ist bei euch so? Wenn ja... Nein, lass es mich wissen. Also bei uns ist es nicht so. Da sind die Garagen, wir haben ja 3 Stück. Oh, Lars, du seid ja reich. Ja, wir haben 3 Garagen. Aber jetzt denk nicht, wir sind reich oder so. Wir sind nur sehr reich. Wenn du unbewaffnet bist, schleiche dich von hinten an einen Gegner an, während du rechte Maus gedrückt hältst. Drücke dann eher, um ihn bewusstlos zu schlagen. Okay, wen soll ich bewusstlos schlagen? Ach, da stand gerade, ne? Stand da nicht gerade?
Wenn du Schleichmodus einsetzt und jemanden lautlos ausschaltest, verbessert das deinen Schleichwert, der dir schnellere und leisere Bewegungen ermöglicht. Das Coole ist, man kann seine Fertigkeiten dann verbessern. Ob die auch dann auch im Multiplayer sind, weiß ich gar nicht. Wir sollen den Gärtner ausschalten, stand da unten gerade irgendwo. Deswegen machen wir das doch mal. Du bist der Gärtner. Du bist der Gärtner. Okay. Mach ich auch mal so. Das war der Handkartenschlag von hinten. Der von Chuck Norris, der macht einfach BUM! Und tot ist er. Na gut, ist die tot, K.O. Alter Schwede, haben wir den einfach K.O. geschlagen. Mit einem verdammten Schlag. Sehr schön. Das ist die Garage. Ob wir da jetzt reinkommen? Ich weiß es doch nicht. Alter Schwede. Weißt du, so ein Riesenhaus, 5 Milliarden Angestellte, aber keine Videoüberwachungsanlage, also keine Videokameras. Ja, wäre auch zu einfach gewesen, dass es aufgeht. Geht nicht auf, okay. Ob wir irgendwie durchs Fenster kommen? Da ist noch Fenster. Geht das irgendwie Fenster? Okay, das geht nicht. Wir sind auch bestimmt zu... Oh, ich muss schleichen. Ich muss schleichen. Sehr schön. Schleichen ist wichtig. Das noch ein Fenster können wir auch nicht. Kommen wir vielleicht aufs Dach hier hoch? Nein, er springt einfach gegen die Wand. Okay. Warum nicht? So, was haben wir denn hier? Ein Pool. Wieso denn nicht? Ich habe auch mal einen Pool zu Hause. Wie gesagt, wir haben 3 Garagen, 12 Pools und einen Golfplatz. Und da unten ist ein Tennisplatz. Ja, ein Tennisplatz. Wer bitte einen Tennisplatz bei sich? Ich will hier aufwohnen. In Los Santos würde ich sehr gerne wohnen. So, hier haben wir Türen. Drücke um auf das Auto, auf das Dach. Über das Auto, okay. Okay, wir müssen über das Auto auf das Dach klettern, um das Fenster zu erreichen. Auf das Auto und dann aufs Dach und dann zu irgendeinem Fenster. Was ist denn da oben? Ach, eine Palme. Die habe ich auch zu Hause. Da ist übrigens der Tennisplatz. Wer hätte nicht gerne einen Tennisplatz? Und ein Springbrunnen. Ganz wichtig. Ein Springbrunnen ist ganz wichtig. Das sieht aus wie das Auto vom Gärtner, jawohl. Dann mal hier hoch. Sehr genial. Vermeide es, die Bewohner zu alarmieren. Okay. Da ist gerade eine junge Bitch hergelaufen. Eine sehr junge Bitch, wie es aussieht. Alter Schwede, was hat der denn für einen Fernseher? Das, Alter, die. Was ist denn los hier? Was zockt der da? Xbox! Alter Schwede, ich will auch so einen Fernseher. Ja, die sind leicht vermögend. Das sieht aus wie der Sohn. Was ist hier? Wo ist die Tochter hin? Oh. Oh my god. Seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Like more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. Mental ones. Seriously. Penises are not meant to be that small. I fucking know, right? I've seen enough of them. It's probably because he's so fat. I still love him though. Was? Sort of. Well, the other day, I walked in on him, and he was jerking off over pictures of my friends. No, not you. The hot ones, Lauren and Lisa. No, I didn't mean it like that. You're beautiful. And interesting is just that, you know, guys don't... They just don't get you. Hello? Hello? Fuck. Whatever. Bitch. Was? Um Gottes Willen. Sie hat den. Sie glaubt, dass der Schwanz von ihrem Bruder viel zu klein ist, weil er so fett ist und hat erwischt, wie er sich eine runtergeholt. Was? Und sie weiß es ja, weil sie eh genug Schwänze schon gesehen hat. Alter, so eine dreckige Bitch. Wie alt ist sie denn bitte? Und die lutscht so viele Schwänze. Was um Gottes Willen ist hier los? Ja. GTA. Müsst ihr bestellen. Wer wohnt denn hier überhaupt? Da ist eine Milf. Mit ihrer jungen Tochter. Und das ist, glaube ich, der gerade am Zocken ist. Ja, der spielt Baseball. Der alte fette Sack mit seinen kleinen Schniedelwutz. Können wir irgendwelche Türen betreten? Ich würde mir echt gerne alles anschauen. Ich vergewaltige dich trotzdem. Wir kommen so klein vor. Jetzt sind wir so klein mit der Ego-Sicht. Weil wir schleichen. Lol, sagt er. Hier kommen wir auch nicht rein. Gehen wir nochmal runter. Muss jetzt zu gerade das Auto klauen. Lars, denk dran. Blaue Geräuschmarkierung auf dem Radar zeigen dir an, wie laut du bist. Okay. Wir müssen natürlich aufpassen, wir wollen ja halt das Auto klauen und nicht irgendwas anderes hier. Was haben wir denn da? Thank you, Coach.
Thank you, Coach. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. You're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting it. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, was wird das hier? Ist es ein Softporno oder wird es gleich ein Hardcore-Porno? Okay, Amanda. Alright, now just follow through. God, you've got great. Ich glaube, der Kerl ist gerade nicht da. Yeah, I can get used to this. Hat voll die nervige Stimme, aber egal. Ich glaube, die Frau wird gleich mit dem Tennislehrer etwas Unanständiges anstellen. Und wie ich Geta erkenne, sieht man das sogar. Erleben wir jetzt hier ein Porno? Me too. Me too. Oh, deine Hüften sind so wunderbar. Ich würde doch gerne. Oh, ja. Guck, wo der hinguckt, der Drecksack, wo der die Hände hat. So ein dreckiger. Was haben wir denn hier? Oh, was ist das denn für ein ekliges Ding da an der Wand? Noch so ein ekliges Ding. Was sie. Ich dachte gerade, hier liegt ein Dildo. Scheinbar macht die sehr gerne Sport, sie ist reich. Das kann sie sich erlauben. Was haben wir denn hier? Ist das nicht Michael? Vom Intro? Wir. Moment, Moment. Das ist Michael. Ist das für Michael sein Haus? Ist das seine Frau? Ist das seine Kinder? Der hat doch Kinder und so weiter. Und da ist ein Hund, der gähnt. Oh Gottes Willen, wo geht's denn zur Garage hier? Ich sollte nicht zu nah dahin gehen. Ich würde jetzt gerne einfach mal einen in die Fresse hauen. Aber wir sollen ja rumschleichen, deswegen machen wir es nicht. Ja, ich bin aggressiv. Ich möchte gerne Menschen schlagen. Ich weiß nicht, wieso. Wo müssen wir denn lang? Hier? Die Frage ist, ob da jetzt mehr passiert. Alles schön verschwommen. Wir gehen mal hier. Okay, da ist die Garage schon offen. So. Tür natürlich zumachen. Da ist das Auto von dem Sohn. Können wir sofort einsteigen? Muss die Garage aufmachen? Steig mal ein. Geht sofort auf. Und ab geht's. Da, das ging ja einfach jetzt. Und ich finde es so krass, wie viele Sachen man allein in dem Haus machen kann, wo man das klaut. Richtig stylische Sache. So, hier rein. Ab geht's. Oh, jeez. Ja, das ging echt einfach. Oh, da ruft doch der Kollege an. Ach, wir rufen an. Hey, Simeon. I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Okay. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. Take me where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Okay, das war das Haus von Michael. Das ist scheinbar sein Sohn, der den Kredit aufgenommen hat. Oder wie auch immer. Und jetzt sollen wir da hinfahren. Und der hat eine Waffe, eine geladene Waffe. Und wir wissen, was er gemacht hat im Intro allgemein. Dass er sehr gerne Sachen ausraubt und Leute tötet. Okay, ich halte hier an. That the place? Yeah, that's the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Okay. Wir sollen durch das Fenster fahren. Das mache ich doch gerne. Also, sowas lass ich mir nächstes Mal sagen. Denn ich bin ein Mensch, der sehr gerne durch Fenster fährt mit einem Auto. So, mit R anvisieren. Und los geht's. Oh yeah! Man, shit! No! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel,
It's not exactly how it looks. Findest du wieder heile? I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Oh, jetzt sind wir uns schlagen. Dann sind wir Michael, jawoll! In die Fresse hauen! Mit Kuka nicht treten! Noch ein und noch ein, jawoll! In die Fresse! Schön in die Fresse, das Beste, was es gibt. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist! Tür, Kopf. This thing's gonna need some serious bodywork for it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Ja, klare Worte. Erstmal die Scheiße sind rausgeprügelt. Ich glaube, der meldet sich noch nicht nochmal. Können wir jetzt Michael spielen? Cool. Achtung. Ja, weiß ich. Spielstand. Speichern. Kein Problem. Bestanden. Komplikation. Erweitert. Okay, 84%. Da kommst du nicht ran. Und Nickerchen im Grünen. Oh, 2 Punkte bekommen. Waren zu langsam, deswegen nur 84%. Missionszeit 16 Minuten 46. Ist okay. Ich lasse mir gerne Zeit, weil ich möchte mir gerne alles anschauen. Michaels Fahrzeug Bullet wurde beschlagnahmt. Fahrzeuge können bei Garage gegen eine kleine Gebühr ausgelöst werden. Wir sind Michael. Wir sind Michael. Können wir jetzt auch wechseln? Das ist jetzt möglich, zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Halte Tab gedrückt und wechseln. Oh, da ist Michael und hier ist Franklin. Spezialfertigkeit, Ausdauer. Wer hätte denn hier am meisten Ausdauer? Also zu Fuß ist auf jeden Fall Franklin etwas besser. Schleichen ist auch Franklin besser, oder? Nee. Michael. Der kann ein bisschen besser fahren. Okay. Und Nahkampf und mit Waffen. Obwohl Nahkampf, Moment, sieht man hier auch Nahkampf? Fliegen, fahren, schießen, Ausdauer, speziell schleichen, Lungenvolumen. Ja, also der Kollege kann besser Aufnahme starten, nimmt sofort auf. Achso, man kann ja auch GTA was aufnehmen. Was ist denn Michael? Wir sind Michael. Manche Missionen können nur von bestimmten Charakteren gestartet werden. Blaue Buchstaben stehen für Michaels Mission, grüne Buchstaben für Franklins Mission. Amanda schreibt etwas. Michael. Schon was Amanda geschrieben hat. Hobbys und Zeitvertreib sind verfügbar. Amanda ist, glaube ich, unsere Frau. Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich habe Schläger, Halterung und Balkon, genau. Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart ran. XX. Ja, der Trainer nimmt sie sehr hart ran. Mit seinen kleinen Schniedel Richtung, ja, andere Dinge. Vielleicht ist sie ja mündlich gerade beschäftigt. Man weiß es ja nicht. Oh, wir haben sogar eine neue E-Mail. E-Mail von? Oh, Fortschritt. Von Dr. Friedlander. Unser Hallo Michael, es war schön, Sie gestern zu sehen. Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass wir die Therapie fortführen. Wir stehen bei Ihrer Behandlung kurz vor einem Durchbruch. Wie viel ist denn das? Ich lese es ja nicht alle vor. Ihr könnt es alle durchlesen und so weiter. Wir wissen schon Bescheid, was hier abgeht. Ich kann das... Ja, weiß nicht. Wollt ihr sowas? Ich glaube nicht. Ich habe keinen Bock, alles vorzulesen. Ich sage mal, wichtige Informationen auf jeden Fall, aber sowas und so kleine SMS und so weiter gehen auch so mit, wie man so hört, ne? Der weiß doch Bescheid. Als ob der Michael nicht weiß, dass die Frau mit den Tennistrainer rummacht. Das weiß der bestimmt. So, wir schauen kurz auf die Karte. Und was haben wir denn jetzt hier in der Karte? Hier haben wir ein Fragezeichen. Genau, ich wollte euch ein Fragezeichen zeigen. Deswegen gehen wir das einfach da mal hin. Auch mit dem Kollegen. Ich will einmal wechseln. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt wechseln? Da bin ich jetzt mal gespannt. So, jetzt gehen wir zu Franklin. Geil. Das sieht da richtig geil aus. Jetzt sind wir bei Franklin. Und ich glaube... Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled. And partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha, you the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend him while you got him. Yeah, if you say so. Was war das? Franklins Fahrzeuge, Gauntlet wurde beschlagnahmt. Fahrzeug. Warum wurde denn alles beschlagnahmt? Man telefoniert nicht hier! Ich darf das nur. Seine Mütze. Oh, stehen K.O.? Doch nicht. War da. Bumm! So. Jetzt wieder 12 Money oben drauf. Wir haben ja den Folgesteller-Bonus ein bisschen mehr bekommen, als passt. Und, Moment, ich will das nachschauen. Alter, schon gesehen, was dieser Weltraumaffen-Straßenkünstler in der ganzen Stadt veranstaltet hat.
Abgefahrenes Zeug, Mann. Echt heftiges Zeug. Wer schreibt denn Mann in der SMS oder so? Ist doch lächerlich. Und seit wann SMS? Junge, seid ihr 2000 oder was? Jetzt gibt's WhatsApp. Ich find's so krass, ne? Er hat teils mit dem Handy mehr Funktionen, wie andere eben das ganze Spiel haben. Nur das Handy ist so unnormal, dieses Spiel. Es ist so unnormal. Ja, Lamar ist am Start. So, ich wollte euch noch was zeigen und zwar... Das nicht. Ich wollte euch was zeigen und zwar auf der Map möchte ich gerne das Fragezeichen. Denn das habe ich schon mal gespielt. Also quasi mich das schon mal spoilern lassen, Entschuldigung. Das ist so testweise. Deswegen würde ich sagen, fahren wir da kurz hin, machen das noch. Und dann gucken wir mal, wie lange der Part noch geht. Ihr wünscht euch ja 45 Minuten Parts. Ob das umsetzbar ist, weiß ich nicht. Und die Frage ist, wer schaut 45 Minuten Parts? Ich weiß es nicht. Also 30 Minuten ist, glaube ich, schon so das, was ich gerne machen möchte. Wenn es zu lang ist, ist es eigentlich blöd. Weil... Aber was kommt denn da schon wieder? Ein Krankenwagen. Und Polizei. Ich verpiss mich lieber. Ist glaube ich besser. Denn umso länger das Video ist normalerweise, umso weniger schauen. 20 Minuten Parts. Wo geht denn hier Licht? Da willst du mich verarschen? Das ist unsere Garage, ne? Jawohl, das ist unser schönes, schickes Auto. Wir werden auf jeden Fall nochmal bei Michael dann zu Hause vorbeischauen. Wie die hier rumlaufen, ne? Die meinen auch, die wären die geilsten. Da ist sie doch. Wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Shit. Alright, dude. Shit. Die Tonja, die alte dreckige Schlampe, hey, die sieht so richtig dreckig aus. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Kann man so... Alter, die ist so hässlich. Wer will denn bitte darüber? Ich glaube, wenn du die wirklich mal... besteigst, hast du, glaube ich, alle Krankheiten, die es gibt. Wirklich alle. Ebola, AIDS, Herpes, alles. Wie geht nicht zu Fuß? Ja, dann gib mir halt das Auto hier. Alter, was ist das denn für eine Kiste hier? Das ist so ein fetter Drecksack da am Steuer. Verpiss dich, Junge! Der fährt gar nicht... Ich war das nicht. Nein, oh, Rückwärtsgang, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, der Rückwärtsgang, der hängt noch. Entschuldigung. Wo ist denn mein... Oh, mein Reifen steht da gerade so ein bisschen komisch. Ich geh mal kurz Gas. Entschuldigung. Ich muss sagen, den Untertitel lesen ist sehr schwierig und dabei zu fahren. Ihr könnt es natürlich immer machen und für euch ist es auf jeden Fall leichter, weil ich ja spiele, weil ich ja fahre. Und ihr kennt ja meine... das sieht cool aus, das Ding hier. Das ist aber ein Zweisitzer, aber egal, können wir nicht mitnehmen, ne? Nehmen wir den. Nee, scheißegal. Muss nicht weit fahren, da passt es auf jeden Fall. Deswegen versuche ich auf jeden Fall das Ganze mit meinen unglaublich genialen Englischkenntnissen mitzubekommen, weil die irgendwie nur am Labern sind. Sind nicht nur... Hier die Polizei? Sheriff, hier ist die Polizei. Sollte man einen überfallen werden... sollte man über einen überfahren neben der Polizei? Nein. Let's go bring the cha-ching, homie. Wir müssen mit Abschleppwagen fahren. Willst du mich verarschen? Abschleppwagen. Wir schleppen so ein paar Schnecken ab. Nein, natürlich nur Autos. Natürlich. Ja, wir können bestimmt viel Blödsinn machen mit diesen Dingen. Warte auf Tonja. Ja, dann steig doch ein, Tonja. Steig ein, du dreckige alte Bitch. Boah, ist die hässlich, ey. Die würde ich ja nicht mal für 1000, nicht mal für 20.000 Euro. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Okay, wir müssen wirklich jetzt ein Auto abschleppen. Ich dachte, wir müssen irgendwie so eine Scheiße machen. Dann müssen wir echt ein Auto abschleppen. Meine Fresse. Egal. Wir haben eine Hupe. Es kann übrigens öfters vorkommen, dass ich anstatt EF drücke und dann springen wir aus dem Auto raus. Drücke R, um die Kamera auf das Ziel zu fokussieren. Ja, lass dich bitte durch. Hallo. Ich muss hier durch, ich bin Beamter.
at times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Oh, reinrutschen. Oh, ich rutsche in ganz andere Sachen rein mit meinem Haken. Entschuldigung. So. Hi, baby. Back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. So, jetzt ist natürlich das Auto da hinten instabil. Das ist bestimmt lustig. Moment. Moment, was kann man denn damit machen? Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dope head. Shit changed. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Kommen die Boten nicht, wenn man über rote Ampeln fährt? Ich glaube nicht, oder? Das wäre viel zu krass. Ich soll lieber aufpassen, dass ich einen Stempel bekomme und die Mission irgendwie im Arsch ist. Deswegen überfahren wir mal gerade keine Menschen, weil da gerade Boten hinter mir waren. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Der ist ein Lars ein bisschen ängstlich. Sollte man in GTA nicht sein, aber ich meine, nur so ein Auto hier abschleppen. Müssen wir hier wieder rein, oder was? Oh. Verdammt. Scheiße. Tanisha said you couldn't keep it in. Das war nicht so schlau, verdammte Scheiße. Rückwärts wieder ranfahren. So. Nein, falsche Taste. Reicht das so? Oh, das war seine Special-Fertigkeit. Übrigens hatte ich hinter... Fuck, wir stehen hier scheiße. Ich bin zu doof, ein Auto abzuschleppen. Ich kann nur Frauen abschleppen, kein Auto. Entschuldigung. So, sehr schön. Vielleicht kurz rückwärts und sofort, das Ding fällt ab. Ich gibt's doch gar nicht. So, lass mich durch. Ich hoffe, die Mission geht nicht auf Zeit, weil dann habe ich bestimmt verkackt. So, lass mich durch. Danke, ich schütte hier rein. Das Wasser spritzt. All good, Franklin. Unhook that thing. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Wie, das war's schon? So ein kleines... Ich dachte jetzt 5 Autos oder so. Bestanden! Wir haben den Abschleppbonus nicht. Wir haben versagt. Nur 50% bei so einer scheiß Mission. Oh Gott, bin ich schlecht. Entschuldigung. Alter Schwede. Ah, egal. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe auch versagt mit dem Haken. Wie gesagt, ich bin scheinbar nicht so gut beim Abschleppen von Autos. Aber natürlich von anderen Sachen. So, Tonja haben wir jetzt als Kontakt. Meine Stimme versagt sehr schön. Und ich würde mal sagen, wir sind bei 33 Minuten. Und die 45 Minuten sinnvoll anstrebbar sind... sag ich mal, machbar, aber das Problem an der Sache ist, ich sag mal so, viele schauen sich, glaube ich, dann nicht so lange Parts an und ich halte sie da auch ein bisschen kürzer. 30 Minuten ist eigentlich schon die Obergrenze, wir sind jetzt ein bisschen drüber, ich glaube, hoffe, das soll passen. Ich hoffe, ihr könnt die 30 Minuten, wie schon erwähnt, verkraften. Ich als alter YouTube-Hase und als YouTube-Bär weiß natürlich, aus meiner Erfahrung sage ich, länger ist nicht ganz so. Deswegen machen wir immer so 30 Minuten und wenn es, sag mal, wenn es 5 Minuten mehr werden oder 5 Minuten weniger, dann ist es ja okay, oder? Es kann ja schon mehr, manchmal weniger werden. Wir können damit leben. Und erstmal machen wir weiter mit den 30 Minuten. Und wenn die Facecam mir woanders hin soll, schreibt es auch in die Kommentare. Und würde ich mal sagen, war es das von diesem Part von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Mit einem Daumen nach oben, wenn ihr Freunde seid, einen Haufen Supernasser Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüssi.